Nachhaltigkeit bedeutet für mich einfach bewusst zu handeln, auf mich zu achten, aber vor allem auf meine Umwelt Rücksicht zu nehmen, nur Dinge zu nutzen, die ich auch wirklich brauche. Ich bin Studentin hier in Köln. Ich gehe auch nebenher arbeiten und möchte natürlich meine Freunde treffen und zum Sport gehen. Daher bin ich eben super viel unterwegs in meinem Alltag. Ich habe kein Auto, denn ein Auto ist einfach sehr teuer. Ich brauche es auch nicht wirklich in der Stadt. Meistens steht es eh nur rum und man zahlt ja trotzdem Steuern. Und mit dem Fahrrad bin ich sowieso immer schneller, weil ich keine Parkplätze suchen muss. Außerdem bin ich viel in der frischen Luft, kann mich nebenher fit halten und ist natürlich auch besser für die Umwelt. Manchmal muss ich auch schwere Sachen transportieren, dafür brauche ich aber auch kein Auto, weil ich dann einfach ein Donkey nehmen kann. Das ist eben das Lastenrad, was eben noch neben den Vorteilen vom Fahrrad auch eben die Vorteile hat, dass man schwere Sachen damit transportieren kann. Ich hole einfach mein Handy raus, reserviere das nächste und wenn ich fertig bin, stelle ich es einmal wieder ab. Und abgerechnet wird es automatisch und auch nur die Zeit, in der ich es wirklich genutzt habe. Das finde ich super. Ich wohne mit meiner Frau und meinen drei Töchtern in Köln-Sülz. Wir versuchen, unseren Kindern eine nachhaltige Lebensweise zu vermitteln. Dazu zählt natürlich dann auch die Mobilität. Und für unsere Mobilität ist das Donkey genau das Richtige. Vor allem die Bringsituation zur Schule und zum Kindergarten, dafür ist das ideal. Die Große kann jetzt schon alleine fahren mit dem Fahrrad. Und die beiden etwas kleineren setze ich dann in den Donkey und fahre mit denen zusammen zur Schule bzw. in den Kindergarten. Das Tolle am Donkey ist, dass ich den nicht besitzen muss, sondern ich kann den einfach an der nächsten Straßenecke ausleihen. Am Wochenende nutzen wir das häufig für Ausflüge. Wir leihen uns dann einfach zwei Donkeys, laden die Kinder ein, fahren die Strecke runter. Es ist einfach ein Riesenspaß. Selbst wenn der Tag mal ein bisschen länger geworden ist, können wir mit dem Donkey problemlos von dort aus wieder nach Hause kommen. Die Kinder können sich ausruhen und für uns ist es keine große Anstrengung, denn mit der elektrischen Unterstützung kommt man einfach schnell und sicher wieder nach Hause.